Herr Clement, wir haben vereinbart, dass ich noch ein paar ergänzende Fragen hinzufügen darf. Und Sie haben sicher schon jetzt viele Fragen im Moment. Dann hat ja viel Interessantes und auch Provokatives für manche wahrscheinlich gesagt. Heben Sie sich das bitte auf, wenn Sie einen Zettel wollen und die Frage aufschreiben, kann ich Ihnen den Zettel bringen. Ich wollte ein paar Dinge noch klären. Warum ist es so, dass die sozialdemokratischen Parteien in Europa, und zwar ja nicht nur jetzt in Deutschland, das ist ja in England passiert, das ist in Österreich passiert, von der pragmatischen Position, die sie jetzt unter Schröder, auch schon vorher unter Schröder gehabt haben, unter Tony Blair gehabt haben, Franz Vranitzky, zu einer anderen, ich weiß nicht, ob man es links nennen kann, aber zu einer anderen Position gekommen sind und doch Dinge wie zum Beispiel jetzt in Österreich, also Vermögensbesteuerung, die fast überall abgeschafft worden ist, außer in Frankreich, in Europa der 28, die andere Thesen wie also Maschinensteuer und so weiter. Warum kommt es dazu? Gibt es da eine neue Unzufriedenheit? Was ist Ihre Ebene? Ja, ich glaube, es ist schwer für mich generell zu beantworten, aber die Sozialdemokratie hier sucht ihre Rettung vor einem Verlust an Vertrauen, das man überall registrieren muss, nicht nur für die Sozialdemokratie, aber insbesondere für die Sozialdemokratie, versucht ihre Rettung jetzt wieder in alten Programmen überwiegend. Die Sozialdemokratie ist an einem Punkt, an dem ihre alte Politik ausgereizt ist, meines Erachtens. Das hat übrigens Ralf Dahrendorf, Liberaler, Lehrer in Oxford, Sir Ralf Dahrendorf, schon in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre gesagt, die Sozialdemokratie ist überflüssig, weil sie hat ihre Ziele erreicht. Die Ziele sind erreicht, wir sind nämlich jedenfalls in Deutschland, ich glaube Sie in Österreich auch, wir sind in sozialdemokratisierten Gesellschaften. Jetzt sage ich das mal etwas ganz provokativ, wenn ich Frau Merkel so betrachte, könnte ich sagen, sie ist eine rechte sozialdemokratische Kanzlerin. Und das ist die Realität. Und das hat natürlich, das zeigt, ich will damit nur deutlich machen, wir sind in sozialdemokratisierten Gesellschaften und diese sozialdemokratisierten Gesellschaften haben einen gewissen Sättigungsgrad erreicht. Und ein Wohlstandsniveau und dieses muss jetzt weiterentwickelt werden unter völlig neuen Bedingungen. Und da ist die Sozialdemokratie in Gefahr, auf die alten Rezepte zurückzugehen, insbesondere in Wahlkämpfen. Jetzt in Deutschland ist das ja jetzt ganz deutlich erkennbar. Das war immer so und das geschieht jetzt auch. Statt dass man, wenn man schon bei 20% angekommen ist, alles zusammennimmt, was man an Mut hat und geht nach vorne. Nach vorne hieße für mich eben, ich wäre heute als Sozialdemokrat der erste Bildungspolitiker im Lande. So würde ich das sehen. Zur Vorbereitung auf alles das, was kommt, Digitalisierung etc., alle Veränderungen verlangen dies. Und dann eben auch eine andere Außenpolitik etc., das kann ich jetzt nicht ausmalen. Aber das ist das Problem der sozialdemokratischen Parteien aus meiner Sicht. Zwischen Deutschland und Frankreich gibt es dazu gewaltige Unterschiede. Wir haben in den 50er Jahren begonnen und die SPD hat das am Ende der 50er Jahre dann ja aufgenommen mit dem Godesberger Programm. Wir haben begonnen mit Mitbestimmung. Das ist ja ganz, wir sind eine Konsensgesellschaft und zwar auch in den Unternehmen, letztlich auch in den Unternehmen und in den Tarifverhältnissen. Und Frankreich war immer Verstaatlichung. Aber ein Land der Verstaatlichung. Also wir haben von Anfang an mit Frankreich diese Konflikte gehabt und die sind bis heute. Und sie wirken bis heute eben nach. Wir haben eben diese Montagsdemonstration gehabt, das hat uns schon erschüttert, aber es war natürlich mit dem, was jetzt in Frankreich stattfindet, nicht vergleichbar. Also das sind schon erhebliche Unterschiede noch einmal in der Historie der einzelnen sozialdemokratischen Parteien. Sehr interessant war, dass Sie gesagt haben, sozialdemokratisierte Gesellschaften. Wir haben so etwas wie ein sozialdemokratisches Jahrhundert hinter uns. Und die Frage ist, was kommt jetzt? Aus meiner Sicht. Darf ich noch die Frage erweitern? Wir sehen ja zunehmende Ungleichheiten. Vor allem in der Lohnspreizung zeigt sich das. In den Ländern, die nicht regulierte Arbeitsmärkte haben, also England, USA, Neuseeland, noch ein paar andere.
auch in Europa, wenn auch sehr viel geringer. Die Reaktion der Politik war, insbesondere der Sozialdemokraten, war einzugreifen in diese Lohnfindung. Einerseits durch eine progressive Gestaltung des Steuersystems, also mehr Umverteilung, andererseits durch einen Eingriff am unteren und am oberen Ende der Lohnskala. Am unteren Ende mit Mindestlohn, darüber haben Sie schon einiges jetzt gesagt, und am oberen Ende durch Nicht-Anrechenbarkeit von Spitzenlöhnen als Kosten des Unternehmens. Also in Österreich ist es, glaube ich, 500.000, wenn der mehr bezahlt bekommt, das Vorstandsmitglied, dann da kann das Unternehmen das nicht als Kosten deklarieren, muss es also aus dem Versteuerten zahlen. Also was halten Sie von diesen Versuchen, die zunehmende Ungleichheit zusammenzuhalten? Es gibt ja da verschiedene positiv besetzte Schlagworte dafür. Aber was ist Ihre Meinung dazu? Also zunächst einmal, die Lohnspeisung in Deutschland findet nicht mehr statt. Sie ist unter anderem durch die Reformen, da hat sie dazu geführt, dass wir heute eher ein Zusammengehen. Erstens sind die Arbeitslosigkeit zurückgegangen, es kann ja gar nicht anders sein, als dass die Lohnschere dort dazu beiträgt, dass die Lohnschere enger zusammengeht. Und die seitdem wachsende, seit 2010 spätestens, wachsende Einkommenszuwachs führt dazu, dass die Schere zusammengeht in Deutschland. Wir sind genau nicht in der Situation. Das ist generell richtig, was Sie sagen, aber bezogen auf Deutschland ist es nicht richtig. Dennoch ist natürlich das Problem der Ungerechtigkeit da. Ich habe es ja selbst geschildert. Ich glaube, dass der Unterschied ist, ich setze nicht auf die Verteilungsgerechtigkeit, sondern auf die Chancengerechtigkeit. Und das ist das, was ich auch der Wirtschaft und allen, die nicht nur der Wirtschaft empfehlen kann und will, sorgen Sie erstmal für Chancengerechtigkeit, für faire Chancen. Unser Land leidet darunter nicht, dass wir ein paar Exzesse haben im Einkommen von Managern, leidet auch nicht darunter, dass wir überaus erfolgreiche mittelständische Unternehmen haben, die natürlich einen Reichtum darstellen, wenn ich das alles in Geld übersetze, die wir aber brauchen und bei denen ich froh bin, dass sie so reich sind, weil sie überwiegend dieses Geld in ihren Unternehmen einsetzen. Deshalb ist da nicht mein Ansatz für unsere Gesellschaften, das gilt meines Erachtens für Österreich genauso, sondern mein Ansatz ist eben der, wir sorgen wir dafür, dass junge Leute von Anfang an prinzipiell, ich bin ja kein Idealist, aber ich skizziere nur die Idealsituation, von Anfang an für gleiche Chancen. Nehmen wir einen Satz auf, den ich von dem Lehrer Buerpaben, sehr konservativer Mann, war der Leiter der Schule des Internats in Salem am Bodensee. Es gibt kein Kind, das ohne Talent auf die Welt kommt. Geben wir jedem Kind die Chance, seine Talente zu entwickeln. Das war bis früher die Aufgabe der Familie. Das funktioniert nicht mehr in wesentlichen Teilen. Und das ist jetzt die Frage an uns alle. Und das geht eben dann um die Bildungssysteme. Und das muss dann, wenn man es konsequent sieht, das können Sie in allen Gesellschaften durchbuchstabieren, eben da beginnen. Da ist der Unterschied aus meiner Sicht. Das heißt, ich missachte auch die Exzesse, die wir im Einkommensbereich haben für Manager. Da gab es früher ein paar Verhaltensregeln, das braucht man heute gar nicht mehr dran zu erinnern. Da sollte ein Managergehalt, das weiß ich noch an Parteitagsdiskussionen der SPD, bei zwischen 20 und 25-facher des Facharbeiters im jeweiligen Betrieb an Einkommen höchstens erreichen. Da sind wir heute Meilen davon entfernt. Das ist leider völlig aus den Fugen geraten. Das hat insbesondere mit den Kapitalmärkten zu tun. Da haben wir etliche Exzesse und da haben auch die bisherigen Reparationen nichts gebracht, die Regulierungen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Da toben wir unseren Neid aus, das gehört in jede Gesellschaft. Das haben wir bei Fußballspielern, nicht bei Bankern, ja. Aber in Deutschland geht es im Wesentlichen um die erfolgreichen mittelständischen Unternehmen. Und da wäre ich mit solchen Steuermaßnahmen nicht nur vorsichtig, ich halte sie für falsch. Ich meine, über die Maschinensteuer haben wir, so vor 20, 30 Jahren in Deutschland diskutiert. Ich meine, das ist unser Reichtum. Wir haben in Deutschland noch 23% Anteil der Industrie an der Wertschöpfung.
Ich vermute, in Österreich ist das ganz ähnlich. Und das ist unser Kapital. Wir haben wesentlich mehr industriellen Anteil in den Relationen als Amerika, als Frankreich. Frankreich, England liegen katastrophal schlecht, versuchen jetzt krampfhaft dorthin zu kommen. Leider leiten wir in Deutschland mit unserer Energie, mit unserer Energiewende, die ja sehr teuer ist und die Elektrizität zu teuer macht für energieintensive Unternehmen, leisten wir heute einen Beitrag, dass energieintensive Unternehmen, BASF beispielsweise oder SGL Carbon oder die Stahlindustrie bei Ihnen, Voestalpine, dass die nicht mehr hier bei Ihnen investieren und nicht bei uns. Und das sind ja noch da Papier, Keramik, Baustoffe, alles die energieintensiven bei uns, die marschieren in Richtung Amerika. Und da müssen wir dringend korrigieren, deshalb ist die Energiewende, muss bei uns gestoppt werden. Das sind die Themen, mit denen wir zu tun haben, aber ich glaube nicht, dass die Verteilungsgerechtigkeit bei uns das Kernproblem ist und ich würde da auch nicht anfangen. Sie haben vorhin von Investitionen gesprochen und haben aber öffentliche Investitionen gemeint, weil Sie von Energieinvestitionen und solchen gesprochen haben. Wenn aber die öffentlichen Investitionen nur 10-15% der Gesamtinvestitionen sind, das ist also in Europa ungefähr das Verhältnis, dann, und wir beklagen mangelnde Investitionen, dann müssen doch in erster Linie die privaten Investitionen gemeint sein. Was meinen Sie, warum sind die privaten Investitionen in Europa jetzt seit langer Zeit schon fallend im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt? Haben das Vorjahresniveau wieder im Verhältnis zum Vorkrisenniveau im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt noch immer nicht erreicht, in Österreich, in Deutschland schon. Was ist da faul? Warum funktioniert das nicht mehr so gut wie früher? Ja, wir schaffen keine Anreize auf diesem Gebiet. Wir müssten, in Deutschland diskutieren wir das, Herr Schäuble ist auf diesem Weg in Wahrheit, das österreichische Modell der ASFINAG zu kopieren. Das heißt, eine Gesellschaft für den Bundesstraßenbau zu installieren und eine solche Gesellschaft privat zu organisieren. Das ist die Diskussion zurzeit mit der SPD in der Großen Koalition, eine solche Gesellschaft privat zu strukturieren und gleichzeitig diese Gesellschaft auch in die Lage zu versetzen, investitionsfreundliche Bedingungen für Investoren, für Versicherungen, für andere, für Pensionsfonds etc. zu setzen, die dann in Deutschland mit in die Infrastruktur investieren. Und das ist genau das Modell, was ich sehe für den Bereich Energieunion und Digitalunion in Europa. Das heißt aber, es müssten sich 27 Staaten darauf verständigen, wir machen eine gemeinsame Energiepolitik. Deutschland verabschiedet sich von seiner isolierten Energiewende, sondern wir machen eine gemeinsame Energiepolitik und mit gemeinsamen Kriterien für die Förderung von Erneuerbaren, für Förderung von Wissenschaft und Forschung und über allem der Emissionshandel. Das ist das einzige marktwirtschaftliche Instrument, was wirklich funktioniert und dazu beitragen würde, dass wir in der Klimapolitik wirklich weiterkommen. Unser Modell ist ja das Gegenteil einer klimafreundlichen Politik. Wir schaffen die Kernenergie ab etc. Sondern eine klimafreundliche Politik wird man nur mit Emissionshandel bringen. Der Emissionshandel darf aber nicht durch alle möglichen Subventionen unterlaufen werden. Ein Markt funktioniert natürlich nicht, wenn man da ständig interveniert und ständig mit Subventionen hineingeht. Sondern der muss einfach seine Wirkung entfalten können. Darunter braucht man ein gemeinsames Netz. Und wie gesagt, gemeinsame Kriterien, die auch gleichzeitig investitionsfreundlich sein müssen. Das ist natürlich dann eine Frage, wie man die Zinssetzung und die Kapitalkosten dort ansetzt. Da gibt es dann massivste, die üblichen Diskussionen zwischen Finanzministern und Wirtschaftsministern. Das habe ich alles mir an Hacken abgelaufen, meistens verloren. Aber das ist jetzt die Zeit, in der man das machen muss. Vielleicht noch ein Punkt, nämlich Sozialpolitik. Sie haben in einem Interview mal gesagt, muss jeder Kindergeld erhalten, können wir nicht dort auch sparen? Könnten Sie dazu ein bisschen mehr sagen? Ja, das war das Beispiel des Muttergeldes in Deutschland. Wir haben ein Muttergeld, das ist ein Nachschlag, den die Mütter in Deutschland bekommen, die vor 1992 Kinder geboren haben. Alle Mütter. Meine Frau hat vor 1992 5 Kinder geboren, 5 Töchter. Und jetzt bekommt die 5 mal 28 €. Und ich sage, ja, wozu kriegst du 5 mal 28 €? Die lädt mich dafür nicht zum Essen ein, was eigentlich naheliegend wäre, sondern gibt das irgendwo hin.
Was ich damit sagen will, 95% der Frauen und Mütter in Deutschland haben nicht damit gerechnet, dass sie jemals einen solchen Nachschlag bekommen würden. 95% brauchten den auch nicht. 5% unserer Rentnerinnen und Rentner, 3% sind es zurzeit genau, sind in der Grundversorgung. Das heißt, haben eine Rente unterhalb von 800 Euro. Den hätte ich einen großen Zuschlag gegeben, nicht nur 28 Euro pro Kind, sondern mehr, aber allen anderen nicht. Und das ist der Unterschied. Wir sind in einer Lage, in der man nicht mehr die Wohltaten über das ganze Land ausstreuen kann, sondern in dem man sie gezielt ausgeben muss. Zu meiner Zeit war immer das Argument dagegen, das fordert zu viel Bürokratie heraus. Das war immer das Argument der Finanzminister. Die wollten natürlich immer alles gleich machen und einfach und so weiter. In diesen Bereichen, glaube ich, würden wir auch erheblich zum sozialen Ausgleich in unseren Ländern beitragen, wenn man hier wieder zu einer differenzierten Regelung kämen, dass öffentliche Förderung dahin geht, wo sie benötigt wird und nicht mehr über alles. Also auch ein Thema für Österreich. Ich habe noch eine Frage. Das Abgabenniveau bei uns ist ja um 4% höher als bei Ihnen. Glauben Sie, dass zusätzliche Steuern negative Anreize bilden oder kann man das irgendwo vernachlässigen? Also unsere Erfahrung ist ja eben, dass man mit Steuersenkungen tatsächlich dann mehr Steuern und Einnahmen auch in den sozialen Sicherungssystemen hat. Wir haben die Steuern gesenkt, teilweise ziemlich massiv, Abgeltungssteuer bei 25%, Spitzensteuersatz auf 43% etc. Also wir sind da wirklich schon rangegangen. Wir haben noch dazu eine Solidaritätsabgabe zurzeit. Es ist alles ziemlich kompliziert. Zurzeit steigen bei uns die Grundsteuern, also die gemeindlichen Steuern und so weiter. Aber wir haben die Steuern heruntergebracht und die Wirtschaft ist in Gang gekommen und wir haben dadurch mehr Steuereinnahmen aus der Wirtschaft und vor allen Dingen von den Arbeitnehmern, die in Jobs kommen. Und zwar vor allen Dingen mehr Steuern und mehr Abgaben. Niemand hat erwartet, wir sind heute in den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung bei 3,% sowieso. Wir kamen von 6,% sowieso. Wir sind in der Rentenversicherung bei 18,% sowieso. Wir hatten gerechnet, wir wären bei über 19. Alles das hat dazu beigetragen, dass wir in der Gesamtbelastung unter 40% kamen. Jetzt hat das ist alles immer, kann man alles sofort ausrechnen. Jetzt hat die Koalition eine Rente ab 63 wieder eingeführt und dazu die Mütterrente. Das sind 10 Milliarden im Jahr. Das sind bis 2030 130 Milliarden. Wenn wir das in die Schulen gesteckt hätten, hätten wir demnächst das Thema Langzeitarbeitslosigkeit vom Tisch. So, das muss man sehen und in einer Gesellschaft, die immer älter wird, immer mehr Rentner, immer mehr zu beglücken, ist eben falsch, sondern es gilt, die Probleme da anzufassen, wo sie beginnen und das ist im frühkindlichen Alter. Ich hätte noch mehrere Fragen, aber vielleicht können Sie für das Schlusswort etwas dazu sagen. Ich glaube nicht, dass man dass eine Gesellschaft, die lebt auf ganz wenigen Grundsätzen. Der wichtigste ist die Freiheit. Das ist der wichtigste Grund. Willy Brandt hat kurz vor seinem Tod an seine Fraktion geschrieben, von allen Werten, und das sind der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, von allen Werten ist nächst dem Frieden mir die Freiheit zum wichtigsten geworden. Und dann hat er noch gesagt, das war nicht in seiner letzten Botschaft, sondern in einem anderen, wir wollen nicht das Glück des Menschen reglementieren, sondern wir wollen den Menschen die Möglichkeit verschaffen, sein Glück sich selbst zu erarbeiten. Das sind eigentlich die Grundgedanken, die Sozialdemokratie am Anfang. Für mich ist eine Gesellschaft, und ich gehe da gar nicht tiefer, sondern ist eine sozialliberale Gesellschaft. Die muss natürlich ihrer sozialen Verantwortung genügen, aber liberal, das steht auch für Marktwirtschaft und nicht auch, sondern in erster Linie. Und einzuordnen sind natürlich die Grundwerte, die man in der Wirtschaft früher mit dem ehrbaren Kaufmann unterschrieben hat und so, aber solche Worte wagt man ja heute kaum noch in den Mund zu nehmen. Und ich glaube, einer der Gründe ist, dass wir den Menschen immer mehr Verantwortung abnehmen. Scheinbar abnehmen durch Gesetzgebung und durch staatliches Handeln. Und wir haben zurzeit in den Gesellschaften, in Deutschland jedenfalls, auch in ganz Europa, eine etatistische Grundstimmung. Der traut dem Staat mehr als dem Einzelnen. Und das ist ein Nachteil für die Marktwirtschaft. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Und wir hören dabei auf. Vielen Dank.